Die Genau AS Flieger, eine klassische Fliegeruhr mit einem außergewöhnlichen Werk. Ich hatte das große Glück, diese Uhr auf einem Treffen mit anderen Sammlern filmen zu können und sie euch jetzt in diesem Video vorstellen zu dürfen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt wäre ein perfekter Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr könnt das tun unten rechts oder am Ende des Videos oben rechts und verpasst dann auch keines meiner zukünftigen Videos. Kleiner Geheimtipp, es kommen noch zwei weitere Videos zu Genau-Uhren. Wenn euch das interessiert, freut euch drauf. Aber jetzt zur AS Flieger. Ja, die AS Flieger ist eine auf 75 Stück limitierte Fliegeruhr aus dem Hause Guinan. Um diese Uhr realisieren zu können, hat Guinan 75 Stück eines alten Uhrwerks erwerben können, das AS 1920, was in den 70er Jahren bereits verbaut wurde und Verwendung fand in Uhren von Mido und von Girard Perregaux. Also durchaus ein renommiertes Werk, was auch in sehr renommierten und bekannten Uhrenmarken verbaut wurde. Das Werk ist ein Schnellschwinger mit 36.000 Halbschwingungen und einer Besonderheit, die ich leider gefilmt habe, aber das hat nicht geklappt, die Aufnahme ist nichts geworden und da es nicht meine Uhr ist, kann ich es auch nicht nachholen. Es hat eine Besonderheit, was die Datumsschnellverstellung betrifft, nämlich durch Drücken auf die Krone wird das Datum verstellt. Das bedeutet, dass das Gehäuse auch eine Anpassung brauchte, damit die Krone sich in das Gehäuse reindrücken lässt. Wirklich eine tolle Uhr. Dieses Feature kann ich euch leider nicht zeigen, was mich wahnsinnig ärgert. Trotzdem kann ich euch die wunderschöne Uhr zeigen. Die Uhr hat einen durchgängig schwarzen Drehring, der sich in beide Richtungen drehen lässt, ohne zu rasten, und ein sehr, sehr klar strukturiertes Ziffernblatt. Das Datum auf der 3-Uhr-Position ist relativ klein gehalten, sodass es auch nicht weiter stört. Für mich persönlich ist das Ziffernblatt ein klein wenig voll, weil die Indizes doch relativ lang und sehr präsent sind. Insgesamt ist die Uhr durch die Limitierung auf 75 Stück wirklich sehr begehrenswert und heute ärgere ich mich ein kleines bisschen, dass ich damals nicht zugeschlagen habe, weil ich mich von der Optik, die mich nicht total geflasht hat, ein klein wenig habe abschrecken lassen. Heute denke ich, es ist eine wirklich sammelwürdige Uhr, die auch sehr gut in meine Sammlung gepasst hätte. Kommen wir mal kurz zu den Maßen und schauen uns die Uhr einmal etwas genauer an. Die Uhr hat auf der Vorder- und auf der Rückseite ein Saphirglas, hat einen Durchmesser von 40,6 mm, eine Anstoßbreite von 20 mm sowie eine Höhe von 13,8 mm, also nicht ganz so hoch wie die Chronographen aus dem Hause sind, aber auch nicht so flach wie eine Dresswatch. Ich finde, die Proportionen stehen der Uhr ausgesprochen gut. Und sie passt auch hervorragend in den Arm und trägt sich auch sehr, sehr angenehm. Die Uhr hat eine Wasserdichte von 100 Metern bzw. 10 Bar und ist damit auch für beinahe jeden Zweck, wenn man nicht gerade tauchen geht, mit Flaschen einsetzbar. Als die Uhr damals angeboten wurde, gab es keine Stahlbandoption, sodass die Uhr standardmäßig nur am Lederband ausgeliefert wurde mit einem Gewicht ohne Band von 73,5 Gramm. Mir gefällt sie ausgesprochen gut. Sie ist etwas Besonderes und das ist das, was mir gefällt. Das Ziffernblatt ist mir nach wie vor ein klein wenig voll. Einen Nightshot kann ich euch leider nicht zeigen,
weil, wie gesagt, es war ein Sammlermeeting und ich wollte nicht für 25 oder 30 Leute das Licht ausmachen, nur um die Uhr kurz filmen zu können. Insofern muss ich euch da leider auf die Guinan Homepage verweisen. Link unten in der Videobeschreibung.